Hallo und herzlich willkommen, liebe Kinder, bei... Egge, neue Aufnahme, neues Glück, liebe Freunde. Ja, hier geht's wieder rund bei Egge, Alter. Boah, du bist gerade voll mit deinem rosa Arsch, ob ich drauf komm her, komm her. Nee, geh mal weg. Ich kann im B in Zeit umrechnen. Ich bin der Stephen Hawking der Gaming-Szene. Du kannst mich auch nicht. Was? So, fällt das mir gut aus? Ja, was denn? Zack, hier und. Und hier? Was denn? Schließ jetzt die Türen, weil du so aggro bist? So, oder jetzt. Danke. So. Übrigens, ich hab Zement gemacht, ne? Während. Hier hast du schon gesehen, oder? Alter! Krass. Wie viel ist das? Ich weiß es nicht. Ich hab einen Teil vom Zement für unten gebraucht und ich hab noch unser Lager unterirdisch noch ein bisschen erweitert. Aber Alter, nur ein kleines bisschen. Ja, das wird mir eh nicht reichen. Nee, wahrscheinlich nicht, aber es ist sau viel. Ich geh mal unten gucken, was du da gemacht hast. Ja, das ist jetzt aber nicht so viel. Also erwarte nicht zu viel, bitte. Ist wie so ein Stippvisite gerade. Was haben sie denn gemacht? Hm? Immer erstmal gucken, bei einer neuen Aufnahme erstmal gucken, was hat er verbrochen. Grundsätzlich. So, hier ist uns alles schön, hier ist auch alles Taco. Jo, Tiere haben auch wieder ein paar. Was denn? Ist das hier eine Straßenbahnlinie oder was? So eine U-Bahn. Ach so, da unten hast du geguckt. Ja, sieht gut aus, ne? Das sieht ganz nice aus, ja, auf jeden Fall. Ja, hab den Boden nochmal, hab so ein bisschen rumprobiert mit dem Boden. Wie gesagt, das sieht halt wirklich aus, als wäre das so eine Straßenbahnschiene, ne? Ja, genau, das war so ein bisschen der Plan. Voll cool. Hä? So. Achso, ja, das macht man immer beim neuen Einloggen, dann fallen irgendwelche Steine runter und so. Ah, das ist cool. So, wir sind auch fast bei einem Haus. Ich habe die Erde hier oben rausgeruppt, dass wir quasi noch Zement bauen müssen. Was denn? Was denn, Tobi? Was ist denn los? Alter. Ich hätte meine Stuttgart nennen sollen, verdammt. Oh, das wäre gut gewesen. Ah, jetzt der Witz natürlich schon. Egal, ich mach's dann trotzdem. Dann hätte ich's wirklich lustig gefunden, Erik. Ja, tut mir leid. Okay, jetzt kommt das natürlich auch nicht mehr gut, ne? Nee, so habe ich jetzt nur gelacht, damit, so will, dass wir so tun können, als wäre die Folge lustig, so, weißt du? Okay, na gut. Stuttgart. So. Stuttgart 21 passt. Alter. So. Sag mal, hast du ein See-Through-Hemd an eigentlich? Warte mal. Ich dachte gerade, ich habe einen Nippel gesehen. Ich dachte schon, ich kann hier die Quote erhöhen, aber leider. So, das Vorsicht ist Gebotenschild, voll scheiße, aber ich habe das eigentlich gedacht, dass man mit dem Karren hier nicht runterfällt. Deswegen steht das Schild da. Hielt ich für eine gute Idee. Und hier kann man halt viel Kohle, viel Zeug, lalala. Und ich habe der Fabrik ein bisschen Kohle verschafft. Ich habe unterirdische Mine. Da hat man diesen einen Haufen, wo Sand drauf war und sowas. Der Sand ist immer noch da, der Rest ist weg. Da habe ich jetzt Kohle draufgepackt, habe es mit der Fabrik verknüpft, damit die auch mal 4, 5, 6, 7, 8 Stunden durcharbeiten kann. Krass. Für Stahl. Alter. Stahl. Das ist so. Sie waren wieder fleißig, mein Herr. Sie waren fleißig. Ja. Und diesmal habe ich es wirklich nur für die Aufnahme gemacht, nicht weil mir langweilig war. Krass. So. Ich dachte, sonst dauert das so lange mit dem ganzen Zement vor allen Dingen immer, den erstmal herzustellen und so. Warte mal, kann ich jetzt den Zement von dort oben nach unten packen? Das müsste eigentlich gehen. Kellerkarre. Ach, wir hatten ja eine Tiefgarage gebaut letztes Mal, ne? Ja, genau, deswegen brauchen wir den Zement ja auch. Ah, ich war schon wieder voll raus, was wir gemacht haben letztes Mal. Ja. Das wird noch ein bisschen, so, jetzt wird's oben auch gleich weniger Zement. So, da, hä? Hast du gerade Eisen da reingelegt? Nein. Tobi, das ist Eisen, was auf dem Weg lag, ne? Ja, zack. Alter, dieser Troll. Nein, ich war das nicht. Du bist voll der Schlumpf. So, okay, bisschen Zement ist weg. Das sollte für hier unten, hoffe ich, reichen. Ich weiß es nicht genau. Haben wir denn da drüben noch irgendwas, was das hier hergekarrt werden müsste? Wo drüben? Was denn? Bei unserer kleinen, dezenten Fabrik da drüben? Ich glaube, ehrlich gesagt, momentan nicht. Wir müssen nur das Parkdeck halt fertig machen. Okay. Aber ich mache jetzt erstmal ganz kurz, weil der Zement eh hier ist, wollte ich erstmal in den Tunnel ganz kurz ein bisschen weitermachen. Mhm. Weil ich ja eh schon, wir sind ja fast schon bei dir drüben. Ja, muss nur um die Ecke eigentlich vorne gehen, dann sind wir da schon. Und wir könnten das theoretisch gesehen halt noch weiter graben bis hier hinten hin, was eigentlich voll geil wäre. Ich habe gedacht, wir verbinden dann später den Tunnel noch direkt mit dem Parkdeck. Später aber. Ja, das wäre wär eine geile Idee. Ja, wenn's halt nicht zu krass wird irgendwann. So. Oh, hier ist das. Nicht, dass wir über den Punkt vielleicht nicht schon drüber hinaus sind, ich weiß es nicht. Nee, ach Quatsch. Noch ist ja, das ist ja alles noch ganz human hier. Eben, wollte ich gerade sagen, also. Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre, wenn wir später elektrisches Licht haben, dass man hier unten noch so Kellerlampen hat oder sowas. Das wäre noch schön.
Was ich mich nur frage, ist, wie ist das mit dem elektrischen Licht? Ist das dann irgendwie mit Kabel verbunden oder was? Ich glaube, also bei dem Windmühlenlicht geht's ja über, bei dem Windmühlenstrom geht's ja über Reichweite, ne? Ja. Also ich vermute mal, dann kannst du alles in Reichweite, aber die Frage ist, Reichweite von was? Muss man irgendwas zwischenbauen? Vielleicht so ein Repeater oder so, ich habe keine Ahnung. Also wir werden es bestimmt bald herausfinden, ich bin da ziemlich sicher. Der Repeater. Oh. Der Repeater. Oh, oh. Was denn? Ich glaube, der Karren verhakt sich gerade. Nein. Ah ja. Worin verhakt er sich denn? Der Karren verhakt sich in meinem Penis. Ah, ja, wegen dem. Ja, ich hab dir auch gesagt, nimm das Piercing raus, wenn du den ziehst. Wow. Das gibt immer Probleme. Ah. Wenn der fette Prinz Albert einmal in die Speichen gerät. Ah! Au! Alter, die Vorstellung. Wobei das erstmal, glaube ich, ist es so schnell da unten raus, das Piercing, dass du es, glaube ich, erstmal gar nicht merkst. Du meinst, bis der Schmerz überhaupt im Zentrum ankommt oder man realisiert, was überhaupt gerade passiert ist? Ganz genau. Dinge, die ich nicht testen möchte. Auch nicht für die Wissenschaft. Nee. So. Aber es gibt Leute, die mögen das ja vielleicht sogar. Ah. Und dann sieht das Genital aus wie eine Schlangenzunge. Der Slytherin-Penis. Eine blutige Schlangenzunge. Okay, cool. Also der Tunnel ist fast fertig. Problem ist nur, der ist halt echt nicht breit. Man kann da, glaube ich, nur mit einem so einem Elektromobil rumlaufen oder halt mit Handkarren. Ich glaube, anders wird es nicht funktionieren. Schade, dass es keine kleinen Karren gibt irgendwie, ne? Also so kleine Elektrokarren. Ja, das wäre cool. So wie die Deutsche Post jetzt eingeführt hat quasi, diese kleinen Dinger. Haben sie? Ja, die haben doch jetzt so Elektroautos quasi. In größeren Städten testen sie das gerade. Okay. Mit so einer Laufzeit von ungefähr geschätzt 2 Stunden. Ja. Was extrem gut ist, weil die Zusteller sind ja auch immer nur 2 Stunden unterwegs, also länger arbeiten die ja nicht. Ja, richtig. Alles andere muss dann abholen an der Poststelle, ja, das ist richtig. Ja. Nee, aber das ist keine Ahnung, das ist voll sinnlos. Also das reicht 2 Stunden, dann müssen die zurückfahren, müssen irgendwie Akku wechseln oder aufladen oder sowas. Also ganz ehrlich, das ist... Und Ersatzakku geht nicht, weil der ist zu schwer dann wahrscheinlich. Ja, das muss dann von einem Elektromechaniker quasi dort ausgetauscht werden schnell. Ob das sinnvoll ist, da würde ich, glaube ich, eher die Drohnenalternative austesten wie Amazon. Ja. Wobei Amazon hat jetzt auch eigene Fahrer, habe ich gesehen. Die haben jetzt einen eigenen Paketdienst. Ja, genau, ja. Und da muss man nicht unterschreiben. Das finde ich voll praktisch. Wie das funktioniert, keine Ahnung. Aber der Fahrer kommt kurz angehüpft, wirft das Paket ins Gesicht und hüpft wieder davon. Hm. Ja. So funktioniert's. Und ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Ja, so, doch. Oh, ich habe vergessen, was zu essen, ich Idiot. Okay. So, hier waren wir ja schon dabei. Die Tiefgarage sieht ehrlich gesagt noch relativ unspektakulär aus. 1, 2, 3. Die wird, glaube ich, auch nicht so hoch, ne? So. Ich hätte mir das komplett hier sparen können, weil das ja eh Boden wird. Na, dann machen wir es halt richtig. So, was ist das denn hier? Ach so. Ach, da habe ich, glaube ich, die Erde nach draußen geschafft irgendwie, ne? Durch irgendeine Zauberei. Brauchtest du die Erde noch? Nein, nicht wirklich. Okay, sehr gut, weil ich habe die nämlich jetzt schon abgetragen. Okay. Sehr gut, sehr gut. Denn wir haben ja schon ein paar Rampen, ich habe auch noch ein paar Rampen gemacht. Was? Alter! Was denn? Ich habe gerade meinen Karren aufgehoben. Ich bin bis nach Pakistan geflogen, Alter. Hä? Ich bin hier unten. Wo unten? Warte, hier, wie sag ich dir das am besten? Ich bin den Hügel runtergefallen hier, quasi geradeaus von der Garage. Hier bin ich, rechts von dir. Hallo? Ach da, oh, da unten, mit dem Karren bist du runter? Ja, guck, wo mein Karren steht. Hä? Wie ist das denn passiert? Keine Ahnung, ich hab den hochgenommen und plötzlich hat das so... Ich bin voll weggeflogen. Okay. Ja, normale Ekophysik, ne? Das ist ein bisschen ungeil jetzt, ne? Das ist die... Ja, musst du wahrscheinlich abbauen dann, ne? Geht da ja gar nicht anders. Da ist Erde drin. Ja, gut für dich. Alter, was ist das denn für ein Scheiß? Ja, das ist ja kacke. Oh Mist, da komme ich gar nicht... da komme ich gar nicht dran. Shit. Schuhbus. Ich muss den Schuhbus leer räumen. Dann geht's. So. Ich versuche mal, die Erde nach oben zu räumen von hier aus. Ich hoffe, das klappt.
Stockpile, das müsste eigentlich gehen. Ist glaube ich, eh nur eher das Stockpile hier, ne? Ja. So, zack. Da war noch ein bisschen Erde hier in dem Woodcard. Und wood, dann wood, müsste ich hier... Wood in the wood. Streetwood. Woher kenne ich denn das? Streetwood? Eine Streetwood, ja, ich hab zuerst Street, also Street wie Street Credibility, habe ich zuerst verstanden. Hä, was? Dann, Street was? Street Credibility, Mann! Wo ist denn, wie kommt die Müllabfuhr da drüben hin? Ich musste da kurz Platz machen, weil ich da eigentlich durch wollte, aber es hat ja nicht so ganz geklappt. Ah, das ist klar, okay, verstehe. So, mach's doch wieder Bison, der einfach alles umwirft auf dem Weg. Ja. Falls du dich an deine Elektrokarre noch erinnerst. Das war der Bison, Erik? Das war der Bison. Okay. Meinst du, ich werf das extra gewalttätig um? Ja, weiß ich ja nicht, hätte ja sein können. Das mache ich natürlich nur, wenn du davon auch direkt was mitkriegst und nicht erst offscreen. Ach so. Das ist doch klar. Ich dachte, du bist da so hingelaufen. einfach abwarten, eine Woche lang. Die ganze Zeit freuen, weißt du? Ja, bald nehmen wir auf. So, hui. Oh, ich muss unbedingt was essen. Wieso habe ich überhaupt... Oh, ich habe 36.400 Skillpoints. Übrigens, in den Kommentaren steht immer, ich soll die mal benutzen. Also habe ich gelesen zumindest, ein oder zweimal. Liebe Kommentare, wir haben alles geskillt, was es auf der Welt gibt. Und das ist nicht alles mal gelogen oder übertrieben. Ja, es ist wirklich wahr. Wir haben wirklich alles geskillt. Also ich kann gerne nochmal durchgucken. Vielleicht mache ich jetzt mal gerade ganz kurz, ob ich noch irgendwas übersehen habe. Aber hier alles, da ist alles dicht. Oh, Papier kann ich noch skillen. Geil. Aber das ist nur Paper Speed. Und ganz ehrlich, ja. Ansonsten, Chef, da ist, glaube ich, nichts mehr. Nee. Kannst aber die auch mal durchgehen. Vielleicht eine ganz gute Idee, dass man auch nichts vergisst. Ja, das warte. Engineer, Electronics. Oh, Electronics habe ich noch nicht geskillt. Ja! Oh, jetzt mach aber langsam, Erik. Nicht, dass deine Skill Points knapp werden, bitte. Ja, das wird natürlich hart. Ich muss natürlich auch genau selektieren jetzt. Ist echt ganz gut, hier mal durchzugucken. Guck mal hier. Oh, ich hab auch so viel. Brauchen wir gar nicht. So, warte, war hier noch was? Nee, Max Level, okay. Butchery. Oh, was ist das? Hä, was ist das denn? Fish Cleaning Speed, geil. Hä, Fische waschen? Ja, also Fische ausnehmen wahrscheinlich. Ah, okay. So, Zement, Glassworking, Immortal Combat, ja. Auch voll geskillt. Mörtel. Survivalist. Oh, Basic Crafting Speed. Immer noch nicht gemacht. Da kann ich Arrows endlich mal schneller craften. Ich weiß gar nicht, wie schnell soll das noch gehen. So, jetzt habe ich aber wirklich alles. Ich bin alles durchgegangen. Jetzt ist wirklich alles bis auf den letzten Punkt. Jetzt haben wir nur noch 36.000 Skill Points. Wird also knapp. Puh. Ich weiß auch nicht, ob ich mit meinen 10.000 noch hinkomme. Tobi, ja. Vielleicht sparst du lieber erstmal. Ja, ich glaube auch. Mach das erstmal nicht. Entscheide dich später, wenn du wirklich weißt, was du richtig brauchst davon. Von immer noch, was noch übrig ist. Decisions. Es sind immer die Entscheidungen. Hart. Wirklich hart. Hart. So, das ist Kaffee hart. Das ist kein Kaffee. Das ist Kaffee hart. So, kann ich jetzt wieder tausendmal hin und her laufen. Eigentlich wäre es ganz cool, wenn ich das hier durch irgendeine Karre, aber die Karre ist jetzt weg. Wenn ich das nach oben auf dem... wenn ich das einmal durchreichen könnte durch die Karren, aber leider geht's nicht. Soll ich dir den wieder hier vorbeibringen, den ich gerade mitgenommen hatte? Ich bräuchte den so, dass ich den Zement quasi direkt hier reinreichen könnte. Das würde halt eine Menge hin und her laufen sparen wieder. Soll ich nochmal Zement mitbringen? Ja, kannst du theoretisch machen. Machen, Tobi, machen. Machen. Heißt das Ding. Fahranfänger, okay. Mhm. Ist das mein Karren oder deine? Owned by Gronk, okay, ist es deine. Nee, Fahranfänger, das war meiner, genau. So. Ich muss gleich was fratzen gehen, sonst kann ich nicht mehr bauen. Und auch nicht mehr rennen. Tobi? Ist noch ein Erdklumpen drin? Ja. Ich, haben wir das bei Harvey's Crew eigentlich schon erzählt, dass wir das neue Kindereis dann doch mal ausprobiert haben, das von Bueno? Ja, das Kinder-Bueno-Eis, das hat die Tati gesagt.
Hat ihr es bei HWSQ erzählt oder haben wir das einfach so zwischendurch erzählt? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Knifflig, weil ganz ehrlich... Das ist gut, schon, ne? Das ist extrem lecker. Aber ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich, ich wünsche mir bei dem Eis, bei dem Kinder Bueno Eis, ich weiß nicht, wer das schon eventuell schnabuliert hat, bei dem würde ich mir echt wünschen, dass es so ist wie ein Nogger. Boah, ja, Nogger, Alter. Boah. Alter, wenn das so ein Nogger-Eis wäre, Alter, das wäre natürlich, das wäre Highlife. Ne, also jetzt, boah, momentan ist schon, das ist schon gut, das ist echt schon gut, aber wenn man oben das Ding da weggeknuspert hat, ist halt der Spaß auch schon fast vorbei. Das habe ich bei dem anderen auch nicht verstanden, bei dem, bei diesem Kinderschokolade-Eis, ne, dass sie die Schokolade nur halb gemacht haben, ich verstehe das nicht. Warum ja, ja, nicht nur halb, sondern beim Kinderschokolade-Eis ist ja nur dieser Überguss und der ist super dünn. Ja, ja, ja. Und das, ganz ehrlich, verstehe ich nicht. Nee, wie gesagt, warum die das nicht durchgehend die Schokolade gemacht haben, das raff ich auch nicht, weil auf einer Kinderschokolade ist ja auch nicht nur Halbschokolade. Ja, und auch nicht so dünn. Nee. Voll die Sparmaßnahme. Und das drunter ist halt einfach nur so, ja, so 0,15 Milcheis, so weißt du, so 2 Cent Eis irgendwie, keine Ahnung. Ja. Schmeckt das zumindest, das kostet aber sau viel. Ey, Ferrero, fix mal deinen Shit. Und wenn ihr schon dabei seid, bringt gleich mal Nutella-Eis raus. Wir müssen wieder. Ja, schmeckt. Mann, aber jetzt. Nutella-Eis. Da gibt's ja diese Waffel-Nutella-Dinger, ne? Hast du die schon mal gegessen? Die schmecken auch gar nicht mal so ungeil, ne? Na, ich stand neulich davor und hab so gedacht, du willst ja gerade ein bisschen abnehmen, ne? Ich war aber kurz davor, das einfach zum Probieren, für die Zuschauer, weißt du, damit man aber sagen kann, ja, es gut taugt. Insta-Story. So. Ich frag mich, huch? Hä? Wo ist denn die Karre, die ich gerade abgestellt habe? Du hast keine mitgebracht. Doch? Nee, hä? Die steht hier noch. Hä? Ich habe eine Karre gerade mitgebracht. Die Müllerfuhr steht hier noch. Hä? Die habe ich gerade eben hierher gekarrt. Warte, ich lade das mit und bring dir die andere hier, warte. Nee, alles gut. Ich wollte nur die auch schon mal wieder voll Zement laden, vorsichtshalber, aber... Hä, das macht doch gar keinen Sinn. Die steht immer noch da hinten. Ja, die steht hier. Ich habe die jetzt ein Stückchen vorgeschoben, dass ich die hier hinstellen kann. Hier steht die Müllabfuhr. Der da. Ich bin gerade mit der Müllabfuhr zum Haus gekommen und bin nur ganz kurz rein, was essen und wieder zurück. Also, bei mir bist du auch ohne Karren zum Haus gekommen. Hä, was ist denn mit dem Spiel? Ich habe keine Ahnung. Ich habe sogar das Rollgeräusch gehört. Alter, das gibt's doch gar nicht. Tobinator. Nein, nein. Macht gerade seinen Führerschein. Besser nicht. Erstmal fett von der Autobahnbrücke runterkollidiert, weißt du? Boah. Ach, Träumchen. Wie, ich bin nicht not authorized. Okay, du musst den abbauen bei Gelegenheit. Wieso? Ich bin nicht authorized, um den abzubauen. Aber du bist doch bei mir überall authorized eigentlich. Huch. Ja, ich kann ihn angucken, aber ich kann ihn nicht abbauen, weil ich keinen Deal habe. Der Server ist gerade auch lahm. Oh. Irgendwie. Echt? Habe ich so das Gefühl, ja. Also wenn ich was setze, ist es nicht so die Geschwindigkeit wie sonst immer, sondern eher so... Was ist da schon wieder los, Nitrado, hm? Ich habe keine Ahnung. @Nitrado. Gleich mal auf Twitter. Was ist da los, @Nitrado? So, das war der Fahranfänger. Ist da was drin? Nee. Nee. Okay. Dann gebe ich einfach... Weißt du was? Hä? Ach, ich brauche erstmal das Deed in Inventory. Okay, dann lass ihn erstmal stehen. Wir haben hier erstmal. Ja, mach ich auch, Tobi. Kannst du mal wissen, das mache ich. Huch. Hol dir mal dein Deed. Bei dem anderen Karren kannst du mir auch mal Erlaubnis geben. Da bin ich nämlich auch nicht authorized. Echt wo? Bei dem Karren, der da rumsteht, neben der Müllabfuhr. Oh. Mal, wieso sind die denn immer locked? Das ist doch scheiße. Und wieso kann ich nicht gedrückt halten zum Bauen? So. Gut. Ist ja bald fertig. Dann wird es nochmal interessant, da müssen wir nämlich die Rampen bauen. Und ich hatte tatsächlich überlegt, Tobi, ob ich vielleicht die Tiefgarage machen wir jetzt aus Zement, aber ob wir die vielleicht später doch aus Asphalt machen. Nur die Tiefgarage. Das könnten wir tun. Wir haben ja genug. Und dann die Brücke vielleicht auch, weißt du, so ein bisschen asphaltisieren. Weil dann können wir theoretisch, wir wollten ja so eine Viererbrücke machen, ne, wenn ich mich recht entsinne, wegen dem Elektrokart. Ja, das stimmt. Deswegen machen wir gerade den ganzen Aufriss hier. Oh, wir müssen ja noch die Brücke hier hochführen, ne? Das wird auch nochmal lustig. Hm. Wobei, eigentlich müsste das gehen. Soll man das gleich mit Asphalt machen, lieber? Hm. Kann man Asphaltrampen machen? Ja, ja. Okay. Und ich meine, ist wahrscheinlich auch schneller als Zement. Hm. Zementrampen gibt's eh nicht, aber der Boden dann ist wahrscheinlich besser, oder?
Dann würde ich jetzt die Wände vielleicht noch weiter bauen, aber erstmal den Boden vielleicht erstmal sein lassen, vielleicht gleich Asphalt rein, weil es geiler ist, auch wenn wir jetzt ein bisschen Boden gebaut haben. Und es sind jetzt nur 4 Minuten, die jetzt da verloren sind. Ja, ist zu viel. Damit jeder Zuschauer versteht das. Ist schon rum jetzt, also kannst du jetzt schon nicht mehr ändern. Ach so, schade. Ja, ist doof, aber hast du verkackt jetzt. Schade. Ja gut, dann mache ich die Fabrik nicht mehr zu Ende, oder? Nee, würde ich jetzt auch einfach stehen lassen. Lohnt sich auch nicht mehr. Ja, was soll's. Warum auch die Mühe? Hängst einfach ein Schild dran, Berlin 2. Ah, schön. Okay, warte, ich nehme den Boden nochmal raus. Wo soll ich jetzt mit dieser scheiß Kohle hier hin? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt habe ich die Kohle auf der Schippe und weiß nicht wohin damit, weil alles voll ist. Mhm. Beim Erik mal gucken, ob der bestimmt noch einen freien Platz hier. Hm? Ja, für Kohle habe ich immer Platz. Okay. So. Mhm, 18, 19, gleich wieder rausreißen. Schön. Alles, was man aufgebaut hat, gleich wieder einreißen. So. Zack. Unter der Treppe kann man es ja lassen, da ist egal. So, 17, 18, 19, dann kann ich die Wände gleich aus dem Boden machen. Siehst du wohl, Tobi. So wird's gemacht und die Zuschauer finden es auch gut. Ich hab gerade alle angerufen und gefragt. Ich höre die auch applaudieren gerade. Ja, siehst du? Die sind richtig on spot, einfach richtig am Freuen. Zum Glück verstehen die, was hier vor sich geht, ne? Und dass das jetzt nicht irgendein Spaß ist, sondern natürlich Optimierung für den Zuschauer auch. Dienst am Kunden. Hä? So, Am Kunden? Ja, weiß ich auch nicht. Habe ich gelesen öfter mal in den Kommentaren. Ja, du bist Dienstleister und der Zuschauer ist dein Kunde. Ich als dein Kunde verlange Folgendes. Ja, gab's schon. Tatsächlich, ja. Gott. Kann man sich nicht ausdenken. So. Hey, ist das jetzt? Na. Das Gute ist aber, bei mir gibt's dann eine Geld-Zurück-Garantie. So. Oh Gott, das dauert. Hey, man kann nur 3 Concrete mit sich rumschleppen? Ach komm. Hä? Nein, 20, wieso? Nee, das ist, also Concrete meine ich halt die 100er Stacks. Achso, ja, die wiegen, glaube ich, ein bisschen, oder? Die wiegen ordentlich was, ja. 10 Kilo sogar. Krass. Kann ich mir vorstellen. Wie kriegen die jetzt nach unten zu dir? Meinst du, die Concrete Stacks äußern sich so über dich, Tobi? Ja, Entschuldigung. Die sind halt einfach fett. Ich fand mich gerade nur wieder witzig. Okay, Dreier Breite. Wird das nicht ein bisschen sehr eng für diese Karren? Sollten wir vielleicht nicht die Breite noch ein bisschen breiter machen? Das wäre dann ja quasi hier. Hier wäre Asphalt. Das würde dann hier reingehen. Das würde ich nochmal wegnehmen hier. Bin nicht sicher, ob man den Eingang nicht vielleicht noch ein bisschen verbreitert, damit man dann mehr Platz für die Navigation hat. Aber andererseits schauen wir mal, wie es aussehen wird. So, hier bei der Treppe lasse ich Zement. Okay. Machst du auch A- und B-Ment? Wenn du schon C-Ment machst? Gott. Herr im Himmel. Entschuldigung. Das muss aufhören, Tobi, das muss aufhören. Ja, sorry. Die Schmerzen. Schmerzen. So, gut. Also, Garage geht voran. Aber ist doch alles so schön knackig. Knackig. Wow. Knackig, Tobi, knackig. Ich werde den so verprügeln immer noch, ne? Alter, wenn das mein Kind wäre, ich würde ihn jedes Mal, wenn die Werbung kommt, mit dem Gesicht gegen den Fernseher drücken. Das warst du! Wieso liegt bei dir eigentlich Eisen und Steine und sowas vorm Haus? Ich weiß es nicht, wer die da abgelegt hat. Also ich schwöre, ich war es nicht. Ich dachte, du hast das ja irgendwas gemacht oder so. Nee, also das ist jetzt kein Deko-Element oder so. Okay, ich habe übrigens, es ist doch zu wenig Zement, sehe ich gerade. Warum ist dein Steinstockpile hier unten nicht anwählbar? Wie nicht anwählbar? Hier unten an dem Automaten komme ich nicht auf deine Steine zugreifen irgendwie. Ich weiß, es geht irgendwie nicht. Am Automaten? Ja, hier unten bei deinem Wainwright-Table. Ich würde gerne Asphaltrampen machen, 4 Stück oder so. Ja, weil der Steinhaufen ist, glaube ich, zu weit weg. Da musst du, glaube ich, nutzt den Karren, Tobi. Wir hatten das geplant. Wir hatten das geplant. DARM 1337, ernsthaft? Das ist mein Nummernschild, ja. Ist das auch das Nummernschild von einem richtigen? Nein, ganz bestimmt nicht. Komisch, schade. So. Hätte ja sein können.
Vor allem Darm, weißt du? Ja, aber in Darmstadt, was hat man da für Nummernschilder? D-A-M-M, Damm. Ist auch schön. Ja, oder RM, ne? Aber das hat hier leider nie jemand. Ja, ja, ist wahrscheinlich alle Nummern weg. Oder da, Dali? D-A-L-I, da fehlt ein H, Dali? Da, oder da so. D-A-S-O, da so. Mach doch mal da so. Ich hatte heute, hatte ich einen gesehen gehabt, der hatte Dingens gehabt. DA, mhm. Also der kam aus Dieburg und hatte DI haben die. Und mhm. Dann hat er RK gehabt. Dirk. Okay, das ist cool. Das war irgendwie lustig. Das ist natürlich geil. Ob es auch sowas gibt wie ERNA, so Erna oder FRED? Oder ERIK. Vorne R hinten Nick. Das wäre auch voll geil, Tobi. Das wäre voll geil. Aber ich würde mich freuen. ER gibt's glaube ich nicht, ne? Ich glaube nicht. So, guck mal, ich mache noch 200 Rebars. Und wir haben eh schon nicht mehr genug Platz hier in der Kiste. Stahl. Lean? Stahl-Ihn. So, Stahl, 250. Dauert aber 4 Stunden, macht aber nichts. Rein da. Dann ist die Truhe hoffentlich wieder ein bisschen leerer. Jo, das haut hin. Cool. Nimmt er sich die Kohle jetzt von unten? Power 24 und ein Storage haben wir jetzt hier unten. Da ist die Schatztruhe hier. Kohle für Kind. Da hat der Tobi jetzt Erde reingehauen. Hä, was? Tobi, du hast die Erde einfach da unten ganz faul bei Kohle für Kinder reingehauen, wo Kohle hin soll. Da waren doch noch andere Sachen drin. Ne? Ich habe das alles rausgeräumt extra, damit wir dann Kohlelager haben für die Fabrik. Hä, da war doch noch Sand und so. Da war doch noch Sand und sowas drin. Ne? Da waren nur noch Sand drin und ein bisschen Steinen, den ich noch nicht rausgemacht habe. Aber die Erde habe ich extra rausgepopelt für die Kinder, Tobi. Soll ich das riechen oder was? Da hört der mir wieder so gut zu, wenn ich Sachen erzähle. Weißt du, er sagt, er hat da, ich habe ein Kohlenlager da unten angelegt. Ist noch Sand drin und Steine so, weißt du? Ich dachte, okay. Und ich habe gesagt, da ist zwar noch Sand drin, aber ist auf jeden Fall Kohle für die Fabrik, damit die Kinder Spaß haben können in den Ferien. Nee, sehe ich nicht. Doch, das muss doch auch mal sein. Die brauchen ein bisschen Ausgleich zur Schule. Oh, ich habe gar keinen Stein. Hä, wieso habe ich gar keinen Stein hier? Ist hier der Stein alles weg? Ja, ich hol gerade. Oh, okay. So bin ich zu dir, weißt du? Basig? Hä, ich hol dir gerade Stein, weißt du? Den du vorher genommen hast? Nein, ich habe keinen Stein von dir genommen, ich habe selbst genommen. Wo ist denn der Stein hin? Du hast Zement gemacht, ne? Ja, aber nur ein bisschen. Ein bisschen, sagt er. Und der Stein wird der Zement wird aus dem Zementmehl gemacht. Ach so. Von dem wir übrigens noch ein bisschen was haben. Kellerkarre hat auch 100 Mehl drin. Wo ist das sonst immer? Ich muss mal gucken. Das verteilt sich irgendwie. Meinst du das Concrete? Ja, Zementmehl nenne ich jetzt immer. Genau. Das hatte ich da reingetan, weil ich diese Rampen halt gleich machen wollte, aber du hast ja keinen Stein mehr. Also. Ja. Okay. Aber Asphalt? Warte mal. Asphalt? Woraus wird Asphalt gemacht? Stein und Zement hier. Jetzt. Ah, Concrete, ich sehe schon. Concrete, Mann. Habe ich nicht schon ein bisschen. Hatte ich nicht schon Asphalt gemacht, ein bisschen? Ja, Asphaltstraßen hast du gemacht. Die sind unten in deinem Stockpile. Da. Ah, okay. Mir ist nämlich aufgefallen, es sind seine Straßen, weißt du? Oh. Das ist genauso lame wie dieser Weg, weißt du? Das ist genauso. Es sind deine Straßen! Boah. Achso, ich brauche hier gar nicht mehr so viel Concrete, ne? Höchstens ein bisschen was. Pack ich voll Concrete von dir, Mann. Concrete. Ich sag's dir ganz konkret. Ah ne, was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Assassin's Creed, so. Concrete. Passt alles, weißt du? Alles creedy. Gab doch auch mal so. Eine Band, die heißt Creed, oder? Ja, doch. Ja, was ist mit der? Weiß ich nicht. Ich hör, von denen habe ich gar nichts mehr gehört, irgendwie. Die hat mal einen Theme-Song für ein WWE-Event gemacht. Das weiß ich wohl, aber dann. Okay, ja, das ist jetzt auch nicht so. Nö, irgendwie. Nö. Die arbeiten ja nichts, das sind faul einfach. Musiker halt, ne? Musiker. Ja. Die sollen mal richtig arbeiten gehen. So, scheiß Künstler. Also generell alle Kreativen. Ja. Faules Pack. Und dann sagen, es ist Kunst, weißt du? Ja, natürlich, wir hätten das zu entscheiden.
Immer noch ich. So. Oder das Internet. Das Internet hat das zu entscheiden. Die Ältesten des Internets. Internet. So. Ich bin zu Internet. Ich bin froh, wenn wir das alles fertig haben und uns dann wieder ein bisschen auf die Fabrik konzentrieren können. Also ja. auf das, was da drin passiert, natürlich. Ja, das ist richtig, Erik. Ne? So. Aber an den Anfang hat der liebe Gott natürlich erstmal den Fleiß gesetzt. Was ich echt scheiße finde vom lieben Gott. Weißt du, was er nicht anders regeln kann? Weißt du, was der liebe Gott auch erfunden hat? Oh nein, ich ahne es. Was denn? Die Zeit, Erik. Die Zeit. Du weißt ja, aber du die Zeit. Aber ich habe die Zeit doch ab. Hä, aber das hier ist doch kein Asphalt. Hm? Das sieht aus wie Zement, der Asphalt. Ich dachte, der wäre schwarz. Der ist ja abgebildet schwarz. Das ist einfach Zement mit einem dunklen Rand drum. Das ist doch kein Asphalt. Ich dachte, das wird richtig schön schwarz, der Boden hier. Ja, vor allem sind da so Fahrbahnen quasi drauf. Ich dachte, das ist da jetzt auch so Markierungen. Ja. Ist das da nicht? Warte, ich komm mal. Nee, das ist einfach nur, das ist einfach nur billig. So, weißt du, lieber Entwickler von Echo, dafür muss jetzt diese Henne hier sterben, oder was das ist? Ja, das hättet ihr euch früher überlegen müssen. So, siehst du, hier, zack. Ist er tot, ist er. Siehst du, ihr habt sein Leben in Händen gehabt. Ja, damit muss man rechnen. So. Also, Entschuldigung. Also ich bin von dem Asphalt bin ich jetzt aber echt enttäuscht. Ich meine, cool hier, ne, so ein bisschen Lücke und lalala, aber. Mut zur Lücke. Ich hab noch nie, also ganz ehrlich, klar, in den USA gibt's wahrscheinlich so einen Asphalt, wenn die Straßen wieder völlig ausgedörrt und zertreten sind. Aber weiß ich nicht. Na, Tobi, sieht gut aus, ne? Hä, das ist doch genau das gleiche, wie an der Wand ist. Ja, eben nicht. Hä? Das mit dem grauen Ring drumherum ist Asphalt. Alles andere ist Zement. Guck hier. Asphalt, 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 Asphalt. Hä, was ist das denn für ein Schwachsinn? Ich hab keine Ahnung. Kann man das wenigstens irgendwie... Warte mal, ich nehme mir mal gerade ein. Kann man das noch irgendwie mit dem Hammer irgendwie noch verändern? Nee, gar nicht. Hä, das ist doch voll sinnlos. Könnte man... Wieso habe ich meinen Hammer nicht dabei? Ich habe das jetzt aber so gesetzt alles. Aber was ist denn, es gibt... Wenn wir jetzt hier... Ja, aber das ist ja dann... Das ist ja Zement, kein Asphalt mehr. Ich dachte vielleicht, dass man durch diese Markierungen von... Warte. Ja. Warte, wenn du das jetzt hier so setzt... Guck mal, dann hättest du so in der Mitte quasi so einen Streifen, aber das sieht schon unterschiedlich aus, ne? Ja, und vor allem ist dann ja kein durchgehender Asphalt mehr, mit dem man irgendwie, auf dem man fahren kann. Weißt du, was ich meine? Wegen Geschwindigkeit. Das ist ja äußerst suspekt hier mit dem Asphalt. Ja, wahrscheinlich, aber wahrscheinlich, weil es Early Access ist. Early, verstehst du? Der Early Vogel fängt den Wurm. Der Olli Vogel. Der fängt den Wurm. Okay, Tobi, wollen wir uns gleich verabschieden oder was? Weil wir haben ja noch ein bisschen was vor uns heute und die Nacht ist schon nicht mehr ganz so jung. Ja, das stimmt. Aber wer kriegt das heute hin? Ich bin frohen Mutes. Guten Frohen. Ja, das glaube ich aber auch. Also ja, auch geil. Die Auffahrt hier und. Ah, ich mag das, wie das Grün hier leuchtet auf dem Schnee. Sieht so cool aus. Bei mir leuchtet da nichts grün. Ach doch, da unten. Okay. Ja, voll geil. Sieht aus wie so ein See, ne? So ein bisschen. So ein bisschen. Ich mag das voll gerne. Geil. Das sieht aus wie Scheiße. Das sieht aus wie Scheiße hier. Ja, ein bisschen. Oder da drüben auch, wie so über den Rand geschissen. Also einmal runter. Oder mit vollgeschissenem Arsch hingesetzt, je nachdem. Ja, so abgerieben. Na gut, Tobi, ne? Dann mach es gut. Ja, tschüss, ne? Und, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.